Ja, Heldenliga Dragonshire, letztes Spiel. Nein, ich bin nicht besoffen. Eine Lunara, Don Ban Katie oder Li Ming. Kerrigan. Illidan? Dieses Reich braucht mich. Der Kreuzzug ruft. Das sieht jetzt noch ganz gut aus. Das Licht lässt niemanden im Stich. Wie wär's mit Amnut? Anub? Anub! Ein Anub! Oh, ich muss eh Krieger spielen. Hä? Ach, ich habe irgendwann Sonja gespielt. Regaban? Maybe Auriel? Morales? Fragezeichen. Morales? Finde ich immer, ist eigentlich ein solider Bann. Wenn die ATC bannen, dann können wir Morales bannen. Das passt. Das ist. Warum wollen die alle nicht, dass ich Illidan spiele? Muss mal wieder ein bisschen Illidan spielen. Krass. Krass, krass. Hoffnung besteht immer. Auriel. Lasst uns eine Runde fliegen. Reyna. Eine Sylvie finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Die Jagd ist eröffnet. Sieg den Verlassenen. Bad. Bin der einzige Frontkämpfer. Rip, Anub. Rip. RIP. Naja, gucken wir mal. Drei Ranges, sie hätten vielleicht doch ein Mini mit reinpacken sollen, Fral oder irgendwie sowas. Vielleicht sogar Double Support mit dem Karasim. Ich finde den Hybrid Karasim einfach so unglaublich stark, was der einfach wegheilt mit Einsicht. Also Einsicht ist meiner Meinung nach ein bisschen zu stark geraten im Moment. Dummköpfe muss ich noch ertragen. Auf euch kann ich keine Zeit verschwenden. Die Schlacht beginnt in 10 Sekunden. 5,
4, 3, die Zeit ist gekommen. Entfesselt die Wut des Drachen. Ja. Meine Dienste. Was stimmt mit meiner Maus schon wieder nicht? Was hat die für ein Problem? Für den Frostthron. Und Eis. Schön verkackt das eh. Tod im Leben. Oh mein Gott! Kostet das Gift von der Ruhe. Neue Kraft. Fehlerei mit Anhub. Die alten Schreine erwachen. Kontrolliert sie. Und setzt den Drachenritter frei. Oh mein Gott! Again, Fehlerei mit Anhub. Okay, Schnitt zurück. Konstellation hat noch keiner gesehen nach einer Minute, was für ein Bullshit ich hier zusammenspiele. Mag Anub, weil er so unglaublich schnell unterwegs ist. Die Zeit ist gekommen. Aktiviert die Schreine jetzt, dann gehört die Macht des Drachen euch. Der Schmarrn greift an. Neue Kraft durchströmt mich, Diener. Verfahrt meine Qual. Ich habe noch wenig Mana. Ich werde euch zerschmettern. Wie ihr befehlt. RIP Auriel. Ah, die Zeit ist gekommen. Eure Seele wird den Schwarm nähren. Zweifellos. Die Kiefer das machen. Wir sollten diese Söldnerlager einnehmen. Die Verwüstung naht. Ah, die Zeit ist gekommen. Der Schwarm greift an. Ich bin halt so unglaublich rippt. Ah, die Zeit ist gekommen. Jetzt muss man mitgehen. Nice. Gut gemacht. Schon besser. Mein Freund, ein Junge. Neue Kraft durchströmt mich, Diener. Die ihr befehlt. Ich verzehre den Lebenden und die Toten. Oh. Nicht so geil.
RIP! Die holen sich wenigstens was vor. Wenigstens etwas! Dein Dienst ist für die Ewigkeit. Für den Frostthron. Gottes Willen. Seht euch mal zurückgehen. Ah, die Zeit ist gekommen. Unser Verbündeter benötigt Hilfe. Gut. Ich bin ein bisschen zu greedy. Ich hätte schon vorher weggehen sollen. Ich dachte mit einem Schwarm kriege ich irgendwie noch was gebacken. Aber es ist unglaublich schwer, alleine an der Front was zu reißen. Weil die anderen alle hinten stehen müssen. Wir sollten diese Söldnerlage einnehmen. Chase jetzt mal nicht hinterher. Wir sollten diese Söldnerlage einnehmen. Im Frostturm. Wir sollten diese Söldnerlage einnehmen. Oh mein Gott, ich habe unglaublich CD drauf. Oh, fuck. Ja.
Der Butcher rippt uns so hart. War schon das dritte Mal draufgegangen jetzt mit Anub. Wo ist unser Lunara-Damage? Ich sehe ihn nicht. Mein Dienst ist für die Ewigkeit. Tod den Lebenden. Lass uns jetzt mal runtergehen. Batscha kommt. Man muss Blatt für Blatt spielen, aber es ist so unglaublich scheiße, hier mit Anub was zu regeln, alleine. Vielleicht gehe ich auch zu Deep, kann durchaus sein, aber unsere Lunara macht halt echt null Damage. Es ist so krass, wie wenig Schaden die macht. Ewigkeit. Tod den Lebenden. Ich gehe mal runter. Lasst ihn in den Drachen, der erste Dragon ist eh für den Arsch. Ist gekommen. Erfahrt meine Qualen. Tod den Lebenden. Oh Gott! Bin ich hier doch nicht das einzige Wunderkind. Ich ziehe mich vorerst zurück. Wir sollten diese Söldnerlage einnehmen. 3-3 rausbekommen, immerhin. Aber. Meine Ruhe. Ich geh mal top. Okay. Das ist nice. Go. One mit. So soll es sein. Hallo. Tod den Lebenden. Die ganze Zeit gar nicht gesehen, dass sie die Käfer deaktiviert hatte. Fuck. Bin ich irgendwie auf die 1 gekommen, gar nicht gescheckt.
Ja, ich glaube, ich gehe auf Harden Shield. Können wir das Camp machen, oder? Lasst uns diese Söldner unterwerfen. Nee. Tod den Lebenden. Das ist natürlich sehr unangenehm, wenn du die Käfer nicht aktiv hast. Das ist sehr unangenehm. Und mit sehr unangenehm meine ich extremst unangenehm. Ich möchte dieses Söldnerlager einnehmen. Ich werde euch zerschmettern. Ja, der Sieg ist nah. Ich möchte dieses Söldnerlager einnehmen. Risky! Hat alles ready. Kein Focus Damage. Bald werden die Schreine erwachen. Wir wachsen immer wieder nach. Was hast du uns gesagt, Uta? Du hast uns nichts, hast du uns gesagt. Drachenritter und bringt euren Feinden den Tod. Von euch wird nichts als Asche übrig bleiben. Okay, das ist jetzt sehr, sehr bitter von uns, für uns, dass alle gerippt sind. Ihr habt ein Tor verloren. Eieiei. Harten Schild zu spät gezündet möglicherweise und Heuschrecken schon auch zu spät gezündet. Dein Dienst ist für die Ewigkeit verloren. Zwei sogar down. Aber danke für den Save. Zu kämpfen. Niemals! Ich hab nichts mehr. Oh mein Gott. Nicht ihr Ernst. Euer Gegner hat eine Festung zerstört. GG. Eure Zitadelle wird angegriffen. Ich werde euch zerschmettern. Ergreift eure Zitadelle an. So soll es sein. Das war amüsant. Ich hab gezweifelt. Ja, das Spiel hätten wir gewinnen können, wenn wir einen zweiten Frontliner gehabt hätten. Der
Und der Uta soll echt mal nicht das Maul aufmachen. Also was der hier für eine Kotze zusammengespielt hat, das darf man auch keiner erzählen. Ich bin vielleicht ein bisschen zu oft zu deep gegangen, aber ich musste deep gehen. Allein aus dem Grund, dass wir keinen zweiten Frontliner hatten. Das war wirklich sehr, sehr, sehr bitter für mich. Ein zweiter Frontlaner, ne? Und wenn es dann halt nur ein Thrall gewesen wäre, der halt einfach mal rumprügelt, das wäre viel, viel besser gewesen. Ja, Uta 49k, also nein, siebenmal gestorben, nein. Lunara Damage nicht vorhanden, ja. Ja, lief nicht so gut. Ich habe versucht, was ging. Ging nicht so viel bei mir. Sechsmal gestorben ist natürlich zu viel, aber was soll ich machen? Ich kann mich nicht. Ich hätte mich sicherlich öfters zurückziehen oder fallen lassen sollen. Wir hätten das vielleicht über Poke regeln können, alles. Aber wir hätten sogar fast auf Poke Damage einfach nur setzen sollen. Aber was willst du machen? Wir haben dem Butcher immer zu oft Targets gegeben, die er anchargen konnte. Auriel. Ja, lief gut bei ihr. Mehr oder weniger. Und die Komi, ja gut, da müssen wir nicht viel zu sagen. Komi, naja. Naja. Schade, leider nicht gewonnen. Egal, sehen wir uns zum nächsten Mal wieder. Dann mal schauen. Vielleicht dann machen wir wieder ein besseres Anub-Spiel, wo ich nicht zu deep gehe und wirklich mal einen zweiten Frontlaner habe. Das 3 reicht der kompletten zweiten Mili, der neben mir steht und einfach mal mit reinboomert. Um ein bisschen Präsenz, um ein bisschen Druck zu machen. Ich alleine reicht halt nicht. Naja, sehen wir uns zum nächsten Mal wieder. Ciao!